haben ein buntes Programm und in den nächsten 30 Minuten haben wir einiges vor, denn uns erwartet nicht nur ein Impulsvortrag, sondern auch noch eine spannende Panel-Diskussion zu einem Thema, da muss ich sagen, bin ich selber absoluter Fan von, denn ich checke das sehr, sehr häufig und ich glaube auch, hätten wir das letzten Sommer gehabt, wo wir in den Medien Bildern von überfüllten Zügen etc. gehabt haben, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher geworden. Es geht um die Auslastungsinformation im ÖPNV und zwar heißt es, es ist der Meilenstein der Mobilitätswende. Darüber erfahren wir jetzt gleich mehr und wie gesagt, wir fangen jetzt an mit einem Impulsvortrag und werden da mehr über den Nutzen und die Mehrwerte der Auslastungsinformation erfahren. Und das tun wir von zwei sehr geschätzten Expertinnen. Ich darf begrüßen hier auf der Bühne Denise Bartel. Sie ist Fahrgastinformation und konzeptionelle Weiterentwicklung beim Verkehrsbund Berlin-Brandenburg und Katja Machatsch. Sie ist Leiterin Produktmanagement bei Schiene DB Regio. Über Auslastungsinformationen im öffentlichen Personenverkehr können Denise und ich stundenlang reden. Bei sportlichen 10 Minuten überlassen wir das zunächst einem Film. Unsere Bahnhöfe sind Drehscheiben moderner für eine starke Schiene blicken wir in die Zukunft. Was erwartet uns dann in unseren Bahnhöfen und Zügen? Bis 2030 wird sich das Fahrgastaufkommen verdoppeln. Und wir erwarten 1 Milliarde zusätzliche Reisende im Nahverkehr. Um dieses Wachstum zu bewältigen und Deutschland für die Verkehrswende fit zu machen, denken wir die Qualität der Reisendenlenkung neu. Begleiten wir unsere Pendlerin Jutta auf ihrer Reise durch die Zukunft einer starken Schiene. Bereits vor Antritt der Reise informieren wir unsere Reisenden über die Auslastung unserer Züge. Dank unseres Auslastungsservices erhält Jutta auf dem Weg bereits die Information, dass der nächste Zug überfüllt ist, eine alternative Verbindung in 3 Minuten jedoch noch viele Plätze frei hat. Nahtlos geht die Reisendenlenkung im Bahnhof weiter. In der Bahnhofshalle sieht Jutta, dass ihr Zug bereits in 2 Minuten einfährt. Die beiden Rolltreppen zum Gleis führen kurz vor Zugeinfahrt beide nach oben. Am Gleis lenken wir unsere Reisenden zu weniger ausgelasteten Wagen. So kann Jutta erkennen, wo sie am besten einsteigen kann, um schnell einen freien Sitzplatz zu finden. Beim Ausstieg zeigen wir unseren Reisenden die schnellsten Wege zu ihrem Ziel und informieren sie aktiv bei Störungen. Die Zukunft einer neuen Qualität der Reisendenlenkung hat bei der DB bereits begonnen. Gemeinsam heben wir Wertevorteile für unsere Reisenden, die Kapazitäten im Systemverbund Bahn sowie unsere Betriebsqualität. Wir arbeiten gemeinsam in einem ÖPNV-weiten Team an der notwendigen Transparenz über Reisendenströme in Stationen und Zügen und informieren unsere Reisenden entlang ihrer Reise proaktiv. Wir schaffen damit die Grundlage für die digitale Schiene in Deutschland. Um diese neue Qualität der Reisendenlenkung genauer zu betrachten, kehren wir zunächst zum Bahnhof zurück. Um unsere Reisenden gezielt über die Auslastung, Engstellen am Bahnhof sowie die optimale Wahl ihrer Wege zu informieren, benötigen wir Transparenz über die Reisendenströme. Dafür nutzen wir sogenannte Stationsauslastungsdaten, die wir durch Videoanalytik, Wi-Fi, Pax-Counter und weitere Datenquellen erhalten. Der Blick in die Bahnhöfe allein reicht nicht. Wir benötigen zusätzlich zuggebundene Auslastungsinformationen. Um diese zu erhalten, setzen wir automatische Fahrgastzählsysteme, Videoanalytik, Wi-Fi und Lichtmessungstechnologie ein, die derzeit schrittweise ausgebaut werden. Für die Verarbeitung und den Austausch der Daten nutzen wir branchenweit standardisierte Formate und Formsprachen, die hochpräzise Prognosen ermöglichen. So können wir im Systemverbund Bahn und perspektivisch mit weiteren Verkehrsunternehmen proaktiv über Engpässe sowie optimale Wege und Routen informieren. Starten wir also gemeinsam in die Zukunft der Reisendenlenkung.
Genau, das Video hat ja schon einen wunderbaren Einblick in das Thema Auslastungsinformation gegeben. Und ich würde einfach gern nochmal betonen, warum ist es denn für unsere Reisenden so wichtig und bringt so einen großen Mehrwert in das System? Weil wir einfach eine neue Informationsschicht zur Verfügung stellen und damit den Nahverkehr transparenter machen. Ich kann quasi vor Beginn meiner Reise auch in den Entscheidungsfindungsprozess die Auslastung mit einbeziehen. Ich kann entlang oder während meiner Fahrt es optimieren, indem ich im vorderen oder im hinteren Wagenteil einsteige. Aber selbst wenn meine Rahmenbedingungen, meine persönlichen, keine Flexibilität zulassen, weiß ich wenigstens, auf was ich mich einstellen muss. Das heißt, wir haben einfach einen neuen Faktor in dem Erlebnis Nahverkehr und das ist der Komfort. Und ich denke, das bringt ganz viel für unsere Reise und auch ganz viel für unsere Glaubwürdigkeit, aber es bringt natürlich auch uns, dem System, ganz viel. Dem System meint dem Verkehrsunternehmen oder eben auch uns als Branche. Durch Bahnzeit, durch Bahnsteigverlängerung haben wir natürlich eine Haltezeitoptimierung und durch Haltezeitoptimierung eine bessere Pünktlichkeit. Und was macht unsere Kunden glücklicher, wenn nicht pünktlichere Züge? Auf der anderen Seite können wir aber mit Auslastungsinformationen auch besser disponieren. Wir können dadurch einfach wissen, wie wir unsere Ressourcen besser auf die ausgelasteten Strecken einsetzen. Und das führt nachher dazu, dass wir auch im Störungsfall eine bessere Kundeninformation zur Verfügung stellen können. Und für den ganzen Zauber brauchen wir natürlich auch Daten. Das heißt, wir müssen hier Daten erheben. Es gibt verschiedene Technologien. Wir haben zum Beispiel die automatischen Fahrgastzählsysteme. Man kann Videotechnik ertüchtigen, dass eben auch zählt. Lichtsensorik kann auch quasi Fahrzeuge von außen zum Beispiel durchleuchten und damit die Belegung erfassen. Es gibt verschiedene Sniffles, die Bluetooth oder Wi-Fi. Teilweise sind Systeme schon verbaut, welche aber ertüchtigt werden müssen, weil sie eben teilweise nur einmal im Monat im Betriebshof ausgelesen werden. Teilweise sind das einfach ganz neue Anforderungen an das System. Und darüber hinaus haben wir eben noch ganz viele weitere Inputgrößen, Ferien, Veranstaltungen, Verbindungsanfragen. Und es gibt schon ganz viele Daten im System und jetzt ist einfach die große Kunst, die Daten zu erfassen, zusammenbringen, dass einfach diese ganzen Informationen sich auch vernetzen und dass wir eben auch aus diesen Daten als Grundlage für unsere Fahrgäste Informationen, also diese Daten veredeln zu Informationen. Zu diesen Erfassungstechnologien gibt es ja auch am Marktstand 19, kann man sich das auch anschauen, wird auch visualisiert. Aber ich möchte gerne noch was anderes eingehen und zwar auf die Informationen. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Daten, wir schaffen es jetzt, diese Daten zusammenzubringen. Wir müssen diese aber noch veredeln. Wir müssen daraus verlässliche Informationen für unsere Reisenden machen. Und das ist mein ganz großes Appell, dass wir jetzt hier keine Schnellschüsse machen. Dass wir sagen, okay, wir machen jetzt hier mal einen Pilot und da mal schnell und da machen wir mal auch irgendeine technische Insellösung. Weil wenn wir das Vertrauen der Fahrgäste jetzt verspielen, sind die ganzen Potenziale und Chancen, die auch in dem Video genannt wurden, werden verspielt. Und deswegen hat sich auch vor schon ganz schön einiger Zeit, 2 Jahre oder 3 Jahre, die Brancheninitiative Auslastungsinformation gegründet, kurz BRAIN, vielleicht geläufig, welche sich genau dem Ziel gesetzt hat, dass wir gemeinsam, also das ganze System, Nahverkehr, Bus, Tram, U-Bahn, S-Bahn, was alles fährt, natürlich auch Regionalverkehr, dass wir alle gemeinsam Auslastungsinformation denken, entlang der ganzen Reisekette, dass wir einheitlich kommunizieren und dass es eben für alle verständlich sind. Das ist ein ganz großes Bild. Ich will Sie gar nicht erschlagen, aber wir sind ganz fleißig und emsig daran und tauschen auch unsere Erfahrungen aus, tagen auch parallel. Und ich würde nur ganz gerne hier nochmal kurz nochmal meinen Dank aussprechen, auch an Katja Machatsch und ihr Team, welche das mit auch viel Manpower die ganzen Jahre quasi befeuern mit tollen Ideen und Impulsen. Danke dafür und das machen wir natürlich alles für den Fahrgast und für die Verkehrswende. Und wir haben jetzt viel Theorie gesehen, aber die Frage ist ja, sehen wir das schon in der Praxis? Ja, das ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern wir sehen schon Leuchttürme, die hier bundesweit schon mal anskizziert sind, wo wir Auslastungsinformationen pilotieren und daraus lernen, wie wir Kunden lenken können, wie wir Auslastungsinformationen am Gleis anzeigen müssen und an der App, damit die Menschen sich dieser Information, auf diese Information verlassen und dieser Information vertrauen. Und auf der anderen Seite
heute, damit wir mit diesen Daten in der Produktion lernen zu arbeiten und da eben diesen Mehrwert rausschaffen, den wir uns erhoffen. Und jetzt ist das aber noch ein Flickenteppich. Und dieser Flickenteppich reicht natürlich nicht, wenn wir einfache Verkehrswende machen wollen, sondern dann brauchen wir hier noch eine deutliche Skalierung. Und wie kommen wir dahin? Das ist unsere Frage und die stellt auch Volker Wissing am 29.08., ich meine in der Hannoveranischen Allgemeinen Zeitung. Und er hat hier geschrieben, die Länder sollten sich um die Digitalisierung des öffentlichen Nahverkehrs kümmern. Das ist die entscheidende Aufgabe. Wir brauchen mehr Daten über die reale Verteilung der Fahrgäste, auch um präzise den Bedarf zu ermitteln. Das passt für uns wie die Faust aufs Auge. Das ist genau unsere Forderung und mit dieser Forderung übergeben wir gerne an die Diskussionsrunde. Applaus bitte. Danke. Dankeschön, Katja, dankeschön, Denise. Ich muss sagen, ich bin absoluter Fan und freue mich auf die Zukunft, was dieses Thema angeht. Und wir wollen natürlich jetzt sprechen, wie sieht es aus? Was sind die nächsten Schritte? Was bedarf es noch? Und dazu möchte ich jetzt unsere Panel-Diskussion einleiten und darf dazu auch drei spannende Gäste begrüßen hier auf der Bühne. Hoffentlich mit Unterstützung Ihres Applauses und vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis, es stehen so viele, es gibt noch ein paar freie Plätze. Die erste Reihe, sie war in der Schule schon beliebt, heute ist sie nach wie vor noch beliebt, also wenn Sie gerne Platz nehmen möchten, dann tun Sie das gerne. Aber jetzt bitte mit einem großen Applaus unseren ersten Gast, Thomas Brechtel, er ist Präsident des Bundesverbandes Schienennahverkehr. Herr Brechtel, Sie dürfen gerne schon mal Platz nehmen. Ich weiche hier schon mal so ein bisschen zur Seite. Dann begrüße ich Kai Daubertshäuser. Er ist Diplomkaufmann und Prokurist bei der RMV GmbH. Und als Dritten im Bunde begrüße ich Andreas Kolmer. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Fahrgastinformation beim Bundesverband Schienennahverkehr. Und heute angereist mit Fanclub. Ja. Sehr gut. Ja, wir müssen sprechen. Wir haben gerade schon ganz tolle Impulse bekommen und haben gesehen, was in Zukunft alles geplant wird. Herr Brechtel, der Impulsvortrag hat uns ja auch gezeigt, warum die Auslastungsinformationen im gesamten ÖPV wichtig für die Verkehrswende sind. Welche Bedeutung hat für Sie denn eine bundesweite etablierte und vereinheitlichte Auslastung? Also ich greife mir mal einfach dieses Mikrofon. Es geht auch. Super, total toll, die Technik. Also ich glaube insgesamt, das Thema Auslastungsinformation ist in Zukunft unerlässlich für Reisendenlenkung und Kundenzufriedenheit. Wir müssen uns mal vorstellen, wie sieht die Situation heute bei uns in den Zügen aus? Wir haben ein Deutschlandticket, das immer mehr Fahrgäste in die Züge bringt. Ich bin ja in meinem Hauptjob Aufgabenträgervertreter in Bayern bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Wir führen in Bayern gerade ein 1-Euro-Fahrradticket an. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ohne Auslastungsinformationen treffen an einem schönen Sommerwochenende in München Hauptbahnhof Normalreisende nach Bayerischzell und Fahrradreisende nach Bayerischzell aufeinander. Das wird ein Chaos, weil die einen wollen mit, die anderen wollen auch mit. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, wirklich was für das Thema Auslastungsinformationen zu tun. Sie ist für mich in Zukunft unerlässlich, um wirklich die Qualität, die wir ja dem Fahrgast auch bieten wollen, halten zu können. Sie muss aber auch ein paar Voraussetzungen erfüllen. Sie muss für alle gleich sein. Das heißt, wenn wir ein System haben in München, dann muss das der Fahrgast, der irgendwann mal dann von Hamburg aus vielleicht an die Ostsee fährt, irgendwie nach Lübeck oder sowas, der muss genau das gleiche System haben. Da ist so das Thema Wiedererkennung, Identifikation unglaublich wichtig und da sind wir heute noch lange nicht so weit. Wir haben heute, vorher hatten wir Mitgliederversammlung von unserem Bundesverband und da haben wir auch über Fahrgastinformation diskutiert. Das ist heute, für mich ist es eine Katastrophe. Ich komme aus München und habe eine Fahrgastinformation in den Zügen und dann steige ich hier in Berlin in die S-Bahn, ja, da sieht es wieder ganz anders aus. Das ist nicht kundennah und genau das Gleiche brauchen wir auch bei einer Fahrgastinformation zur Auslastung der Züge. Und wenn wir das hinkriegen, dann glaube ich, werden wir auch nicht nur die Qualität beibehalten, vielleicht sogar eine Qualitätssteigerung bekommen, weil ich glaube, dass ein total positiver Effekt für die Fahrgastwechselzeiten davon ausgeht. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch eine Entlastung des Personals. Definitiv, definitiv. Herr Daubertshäuser, was fehlt Ihnen heute noch für eine einheitliche Umsetzung?
Wir haben genug Mikrofone. Ja, es klang ja vorhin auch schon in dem Film an. Es gibt ja schon so ein paar Piloten oder ein paar Leuchttürme. Das ist ja teilweise auch historisch gewachsen. Also wir haben das bei uns im RMV ja schon in der Corona-Zeit eingeführt. Auch noch ein bisschen vor einem anderen Hintergrund. Da war ja die Angst, steige ich überhaupt noch in den Zug, wenn dann der Abstand nicht gewahrt werden kann, wenn der zu voll ist. Das war bei uns damals so der Impetus da zu sagen, wir gucken, was geht. Wir hatten die S-Bahn. Die S-Bahn hat Videoaufzeichnung, die hat automatische Fahrgastzählsysteme, wir haben kostenloses WLAN in der S-Bahn, also verschiedene dieser Techniken, die man nutzen kann und haben eigentlich relativ schnell festgestellt, man kann es schnell umsetzen. Aber ich sage mal, es ist ja nicht nur die S-Bahn, wir haben auch noch Regionalbahnen, wir haben die städtischen Betriebe, das müssen wir natürlich sehen, dass wir das alles nach und nach integrieren und es war da auch schon sehr, sehr schnell klar, dass es keinen Sinn macht, wenn ich dann im Endeffekt mit x verschiedenen Technologien arbeite, das ist auch ineffizient. Und insbesondere, wenn ich jeder für sich wieder eine andere Anzeigenschema habe. Ob ich jetzt bunte Fahrzeuge nehme, schwarz, grün, rot, auf verschiedene Männlein. Also es wäre dann schon für den Fahrgast, glaube ich, auch wenn ich die Intelligenz nicht unterschätzen möchte, aber schon hilfreich, wenn es einheitlich wäre. Und ich sag mal, das ist ein Punkt, wo dann ja auch die Brancheninitiative Brain, wo sie sich das nicht nur technisch zum Ziel gesetzt hat, zu vereinheitlichen, effizient zu werden, sondern eben auch in der Kundenkommunikation und in der Außendarstellung. Und ich glaube, das ist entscheidend wichtig, das sind wir noch nicht. Wenn wir da schon wären, wie gesagt, müssen wir uns in Brain da nicht so mit beschäftigen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, wir sind auch dann mit jetzt nochmal diesem gemeinsamen Papier, kommen wir da nochmal ein Stück weiter, weil es wirklich, es ist ein ganz neues Thema Kundennutzen. Es ist aber auch für den operativen Betrieb gut. Bei uns in der S-Bahn zählt jede Sekunde Haltezeitverbesserung. Wir haben Reisendenlenker, die dafür sorgen, dass der Zug abfahren kann. Wenn ich das alles mit so einem Medium vorweg schon ein bisschen steuern kann, wenn ich Verteilung steuern kann, super Geschichte. Aber da müssen wir hinkommen, dass es dann auch wirklich einheitlich ist, vom System her effizient. Hilft ja nichts, das Geld ist ja auch knapp. Ja, es ist ja auf jeden Fall eine riesengroße Mammutaufgabe, gerade wenn wir über das Thema der Vereinheitlichung sprechen. Herr Kommer, welchen Beitrag kann denn der BSN bei der Umsetzung einer bundesweiten Auslastungsinformation leisten? Ja, es ist ein schwieriges Wort, genau, deshalb gerne die AI. Ja, der Bundesverband Schienennahverkehr vertritt 27 Aufgabenträgerorganisationen und aus denen speist sich unsere AG, wie wiederum sich in den Brancheninitiative Brain mit einbringt. Und die Erfahrungen, die wir haben, bringen wir dann mit den anderen Erfahrungen der Kollegen aus der Branche, von weiteren Verkehrsunternehmen, von den Systemhäusern, von der Industrie zusammen, um vor allem Standards zu entwickeln. Das ist ganz wichtig. Wir haben es heute an vielen Stellen hier schon gehört, auch gestern. Standardisierung, zumindest in der öffentlichen Fahrgastinformation, ist ganz wichtig, damit der Kunde sich wiederfindet, sich leichter orientieren kann. Und da bringen wir entsprechend unsere Erfahrungen ein. Die erste VDV-Schrift ist aus Brain schon entstanden. Die ist jetzt gerade in der Verabschiedung. Weitere sind im Werden und von daher hoffen wir dann damit auch einen Impuls in die Branche geben zu können. Und das nächste große Thema, was wir jetzt gerade bearbeiten, ist die ganze Datenarchitektur abzustimmen, damit dann hinterher auch eine einheitliche Prognose ausgespielt wird, damit dann auch klar ist, die drei Männchen bedeuten in München das Gleiche wie in Kiel oder wie in Frankfurt an der Oder oder in Frankfurt am Main, damit das für den Kunden verlässlich ist. Also das ist uns ganz wichtig, Einheitlichkeit, Standardisierung, da arbeiten wir stark mit dran. Lassen Sie uns mal in die Praxis schauen, Herr Dabatz-Häuser. Welche Verbindlichkeiten haben Sie denn bereits umsetzen können? Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, wir haben da bei uns bei der S-Bahn dieses Thema schon mal verwirklicht und wie auch der Herr Kollmer sagte, es gibt ja verschiedene Arbeitsgruppen im Bereich Brain, die an den Themen der Technik, die an den Themen der Prognosequalität und arbeiten. Das ist im Werden. Ich bin da auch sehr, sehr positiv. Das braucht natürlich seine Zeit. Ein Punkt ist halt auch immer zu gucken, welche Technologie, um die Datengewinnung zu haben, habe ich denn? Mit welcher Methodik mache ich auch die gesamten, die Daten schlauer? Also Thema künstliche Intelligenz, Lernen. Und das sind die Dinge, glaube ich, die momentan laufen, wo wir auch bei uns und unserem eigenen Modellversuch schon viel gelernt haben, auch mit den Kollegen von der S-Bahn zusammen, wo wir aber auch weiterlernen, auch mit den Kollegen aus dem städtischen Bereich Frankfurts. Und das, wie gesagt, auszurollen, das dann zu überführen in der Standardisierung, das ist auf einem guten Weg. Ich kann mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, bis wann der Weg beendet ist, weil wie gesagt, das muss ja dann auch noch ein bisschen in die Technik investiert werden. Aber wir haben 2020, glaube ich, festgestellt, dass wir das, was wir mit dem gegebenen technologischen Potenzial machen konnten, das haben wir innerhalb weniger Wochen und Monate umgesetzt.
Standardisierung und dann Ausrollen dauert ein bisschen länger. Aber vielleicht kannst du eine Einschätzung abgeben, dass du bist näher dran, du kannst das besser. Aber ich bin da schon guter Hoffnung, dass wir das in den kommenden Jahren hinbekommen. Gemeinsam mit dem, was wir heute auch im Bundesverband besprochen haben, entsprechende Empfehlungen auch rauszugeben für insgesamt eine Standardisierung der Fahrgastinformation. Thomas Brechtel hat das gesagt. Da ist ja noch viel mehr und das ist auch dann teilweise viel weniger intuitiv, als es hier möglicherweise noch ist. Und auch da sind wir dran und auch das ist wieder ein Punkt, wo wir dann, ich sag mal, gemeinsam auch nicht jeder alles wieder immer neu erfinden müssen. Herr Kommer, ergänzen Sie gerne. Ja, also ich hoffe, dass wir mit Brain nicht 180 Jahre brauchen, wie man braucht hat, die fehlende einheitliche Bahnsteighöhe festzulegen. Das hängt uns heute noch nach und ich glaube, da sind wir mit Brain schneller unterwegs. Also ich denke mal, 2, 3, 4 Jahre brauchen wir noch, bis wir die Standards soweit haben und bis es sich dann natürlich in der Branche umsetzt, bis die Investitionen in die Technik getätigt sind, braucht es schon noch etwas Geduld, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und haben uns auch sehr schnell auf den Weg gemacht. Herr Brechtel, damit das Ganze auch ein Erfolg werden kann, was braucht es denn Ihrer Ansicht nach noch von außen, um die Auslastungsinformation im gesamten ÖPV umsetzen zu können? Also ich möchte erstmal einen Satz noch zu Ihnen, Herr Kolmer. Das mit der Bahnsteighöhe, das haben wir immer noch nicht erreicht, also mit der einheitlichen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die Niederländer haben das umgesetzt. Ja, was braucht es von außen, um das umzusetzen? Es braucht Geld, es braucht Finanzierung. Das Ganze muss finanziert werden, wobei ich glaube, dass es gut investiertes Geld, weil das ist Geld, das in die Qualität investiert wird unseres Systems. Und wir wissen, es gibt für Fahrgäste gibt's 3 Kriterien, bei uns einzusteigen. Das ist Qualität, das ist Normalqualität und das ist Normalqualität. Wenn die Qualität stimmt, kommen die Fahrgäste auch zu uns. Das nächste ist, wir brauchen das integriert in ein größeres Programm. Es wird im Moment viel diskutiert über einen Ausbau- und Modernisierungspakt, der das Bahnwesen komplett in eine neue Zeit bringen soll. Da müssen solche Dinge mit rein, die müssen verbindlich festgeschrieben werden. Wir brauchen das Ganze als Botschaft, die wir politisch begleiten, verteilen können, die wir politisch verbreiten können, um die Politik davon zu überzeugen. Und wir werden ja so eine Botschaft nachher gleich auch noch zeichnen. Wir haben da ein Positionspapier vorbereitet, das wir hier auch unterzeichnen werden, das dann auch quasi als Basis für die Verbreitung dieser Botschaft in die Politik mit dienen soll, um diese Ziele, diese Dinge, die ich genannt habe, dann auch zu erreichen. Das haben Sie gerade gesagt, es gibt ein Commitment. Wir haben es hier schon bereits auf dem Tisch liegen vor uns, nämlich das Positionspapier. Und um dieses zu unterzeichnen, möchte ich gerne noch eine vierte Person dazu hören. Ich begrüße ganz herzlich Mario Theis bei uns. Herr Theis, auch Sie bekommen ein Mikrofon. Sie dürfen sich gerne hier hinsetzen. Ich wechsle mal die Seite. Möchten Sie auch noch ein paar Worte an unser Publikum richten? Nee, ich möchte eigentlich erstmal allen danken, die hier sind. Super, dass Sie alle gekommen sind und vor allem zu diesem Vortrag kommen, weil das Thema ist wirklich wichtig. Und ich möchte wirklich dieser Initiative nochmal danken, weil da unglaublich viel Herzblut drin steckt. Und wir wirklich, es wirkt so weit weg, aber wir sind so schnell in den letzten 2 Jahren vorangekommen. Und jetzt geben wir Gas und dann geht das auch schneller. Sehr gut, das ist doch wirklich der Startschuss. Dann schlage ich vor, Sie nehmen als allererstes hier den Stift in die Hand und wir beginnen mit der Unterzeichnung des Positionspapiers. Und im Hintergrund werden wir auch nochmal die verschiedenen Verbreitungsmöglichkeiten gleich sehen. Die werden nochmal angezeigt und wir machen hier die Unterzeichnung des Positionspapiers, um wirklich dieses Commitment auch nochmal zu stärken. Natürlich hoffentlich auch von schönen Fotos begleitet, damit das auch festgehalten wird. Wunderbar. Und ich muss sagen, ich bin schon selber sehr gespannt. Ich glaube, das können wir alle sein. Wir sind ja alle Fahrgäste, Fahrgästinnen und werden davon profitieren. Von daher, wir freuen uns sehr. Wunderbar. Dann bitte ich um einen großen Applaus und sage schon mein großes Dankeschön. Und wir machen noch... Gerne. The more the merrier, wie man so schön immer sagt. In der Mitte haben wir das schönste Licht, das schönste Bühnenbild. Ich darf Ihnen empfehlen, gehen Sie einen großen Schritt nach vorne. Wenn Sie einen Schritt nach vorne treten, da ist das Licht ein bisschen besser.
Just to let you know. Wir wollen ja alle immer im guten Licht dastehen. Wunderbar. Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei Ihnen als Publikum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben und natürlich für die Unterzeichnung. Und ich drücke die Daumen, dass es ganz schnell Realität wird. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe Ihnen versprochen, wir haben heute ein wirklich abwechslungsreiches und buntes Programm. Es gibt nicht nur Panel-Diskussionen, es gibt nicht nur verschiedenste Keynote-Vorträge aus den unterschiedlichsten Perspektiven, sondern auch die Unterzeichnung von wirklich starken Commitments, um hier auch einfach einen Mehrwert für Fahrgäste schaffen zu können. Und wir machen jetzt weiter nach einer kurzen Umbaupause. Um 14:45 holen Sie sich gerne noch einen Kaffee und dann verpassen Sie auf gar keinen Fall den nächsten Vortrag von Hans-Peter Klebinder. Und da gucken wir nochmal auf die Zukunft der Mobilität. Bis gleich.